Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part. The Secret World. Ja, wir sind im nächsten Gebiet. Wir haben jetzt das erste Ägypten hinter uns gelassen und betreten jetzt die Stadt des Sonnengottes. Und ihr seht auch hier wieder, also wir sind hier noch in Ägypten, ne? Eindeutig, sieht man ja auch ganz unschwer. Wir haben da oben das Atonauge auch. Mir gefällt das Gebiet sehr gut. Huch, ich bin mal ruhig. Atemberaubend, nicht wahr? Ich habe alles gesehen, was es in dieser Welt gibt. Und doch, wenn ich hierher zurückkehre, verschlägt es mir den Atem. Hören Sie, Ihr Lied ist doch so wunderschön. Es hat diese Stadt Atons seit der monströsen Regentschaft von Echnaton verborgen. Das Lied der Wächter hat ihn schweigen lassen, angekettet in seiner Gruft, in der schwarzen Pyramide. Ich war naiv zu glauben, das wäre genug, dass es für immer hält. Die Jünger von Aton sind zurückgekehrt, wie Sie wissen. Echnaton rührt sich in seinem Sarkophag. Aton selbst erwacht. Darum bin ich zurückgekommen. Vielleicht zum letzten Mal. Auch Sie sind deshalb hier. Sie wissen es vielleicht noch nicht. Wie weit ich auch reise, wie lange ich auch weg bin, ich kehre stets zurück zu meiner Pflicht. Zu meinen Kindern. Wir haben in diesem Tempel der Albträume 3000 Jahre lang Wache gehalten. Das könnte bald ein Ende haben, so oder so. Die Wache ist vorüber. Und wir kämpfen. Es reicht nicht mehr aus, diesen Ort zu verbergen. Er muss zerstört werden. Jeder ihrer Aspekte, ihrer Geister und der Götter, die sie vertreten, wird gebraucht. Und sie müssen uns helfen, sie alle zu einen. Nur dann kann der schwarze Pharao besiegt werden. Nur dann können wir die Rückkehr von Aton selbst verhindern. Und nur dann können meine Kinder endlich frei sein von diesem Ort, von dieser Welt. Ja, seine Kinder werden wir auch noch kennenlernen. Zu späterer Zeit und Stunde. So, und jetzt seht ihr, wir sollen hier für die Hauptstoryline Schwarze Sonne, Roter Sand Aspekte beschaffen. Ich mache euch mal die Map auf, dann könnt ihr das sehen. Das werden wir jetzt tatsächlich während des Questens machen, weil wir sowieso zu den Questgebern kommen. Diese Aspekte sind immer bei den Questgebern. Das heißt, wir werden hier etwas davon abweichen von unserem. Wir machen das ganz zum Schluss. Das heißt, das werden wir dann irgendwie zwischendrin machen. Wir können jetzt noch einen Bericht senden. Oh, wir haben unsere erste schöne Glyphe hier. Das ist ja der reinste Cliffhanger, in den sie da verwickelt wurden. Mumien, Götter, Archäologen mit Sexappeal. Meine Güte. Mal im Ernst. Immer, wenn ein alter Gott sich wieder zu erheben droht, ist Wachsamkeit oberstes Gebot. Und dann ist da noch das Problem mit den gestohlenen Relikten, die in falsche Hände geraten. Will sagen, nicht in unsere. Es gibt schon genug Unruhe in der geheimen Welt. Wir brauchen nicht noch abtrünnige Zellen, die gerade angesagten Sonnenanbeterkults, der mit Mächten außerhalb ihres Vorstellungsvermögens kooperieren, um Zugriff auf Massenvernichtungswaffen zu bekommen. Was ich damit sagen will, bereiten Sie dieser Sache ein Ende. Und sowas sage ich immer nur einmal freundlich. Ja, okay, Kirsten, alles klar. Machen wir doch glatt. Ach, ich kann auch wieder Punkte verteilen. Ich habe schon Punkte verteilt letztes Mal. Das mache ich jetzt aber auch noch. Ich habe jetzt nämlich eigentlich alle Skills, die mir so besonders wichtig waren. Ich habe jetzt hier auch noch Twisted Knife geholt und so. Und ein paar Kleinigkeiten gibt es noch, die ich da machen möchte, aber nichts Großartiges. Deswegen werde ich jetzt hier nach und nach an den Klamotten arbeiten. Wenn ihr auf N geht und dann habt ihr ja hier so die, sind hier eure Skills und dann ist hier das Deck. Und an diesem Deck, da seht ihr immer
Klamotten rumflattern. Und diese Klamotten sind, ja, schlicht und ergreifend, kriegt man die, wenn man das Deck voll hat. Wir fangen jetzt hier an mit dem einen. Und das gehe ich hier jetzt einfach stumpf mal runter. Das sollte dann einigermaßen schon passen. So. Ach so, und hier die Fertigkeitenpunkte. Ja, da könnte ich eigentlich auch mal in die Talismane noch setzen, war. Da warte ich aber ab, je nachdem, was für welche ich bekomme. Und dann würde ich sagen, können wir hier die erste... Ach so, nee, haben wir da drüben, ist doch der Rat von Venedig. Siehst du, das machen wir jetzt auch erst noch. Und der steht nämlich hier vorne. Jetzt kann man hier nämlich mal gucken. Hier gibt es ja auch wieder diese Münzen zu kaufen. Nee, die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Zack. Das auch nicht. Nee. Ah, hier, ja, perfekt, genau. So, man hat ja diese Münzen gesammelt schon im ersten Gebiet. Und das sind jetzt QS8 Sachen, blaue, die man hier eintauschen kann. Und es kostet halt 50 Münzen. Mein Schwert ist jetzt, ach, meins ist QS8, also Waffen brauche ich definitiv da nicht. Ich hätte gerne, viel lieber, Talismane. Ja, dann sind die woanders, dann sind die hinten bei der... Bei der Pyramide. Übrigens, die Pistolen, die man hier eintauschen kann, sind als Skin total nett, weil diese Pistolen, das sind so goldene. Die sehen richtig, richtig cool aus. Also das lohnt sich auf jeden Fall, die zu machen. Ja, na gut, dann, Hallo. Ja, würde ich sagen, könnten wir doch eigentlich doch glatt noch die erste Mission anfangen hier, die da heißt, eine Stadt aus Blut geboren. Ich habe versagt. Ich habe alle im Stich gelassen. Ich habe sie enttäuscht. Diese schreckliche Stadt hätte in alle Ewigkeit verborgen bleiben sollen. Aber vielleicht musste es ja so kommen. Man kann Geheimnisse nicht ewig hüten. Wenigstens sind die Wächter, meine Kinder, jetzt nicht länger allein. Hier ist der schwarze Pharao eine blutbefleckte Stufe nach der anderen herabgestiegen, wo seine Untertanen als Sklaven hingebracht und seinem grausamen Gott Aton geopfert wurden. Die Stadt wurde aus Blut geboren, und aus ihren Schrecken lässt sich nichts lernen. Aton ist kein Gott, und die atonistische Religion weiß gar nicht, was Opfern bedeutet. Aus freiem Willen, das Herz voller Licht und Hingabe. Dieses Ding, das sich Aton nennt, nimmt nur, verlangt und verschlingt die Unschuld der Menschen, ihren Geist, ihre Seele, und gar nichts kann seinen Hunger stillen. Wir haben einmal zugesehen, wie er Ägypten in die Knie zwang. Und dann opferten wir uns selbst und andere, um ihn aufzuhalten. Heute ist die Welt größer. Wenn er kann, verbreitet Aton seine Finsternis auch außerhalb Ägyptens. Das Blutvergießen hat schon begonnen und die Aasfresser sammeln sich an seinen Altären. Und meine tapferen Kinder schreien. Sie fürchten, ihre Stärke reicht diesmal nicht aus. Ich weigere nicht zu glauben, dass sie scheitern können. Denn wenn sie scheitern... Dann ist das nächste Blutopfer, das es gibt, unsere Zukunft und ihre. Ja, okay, 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 okay. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Wir sollen jetzt hier... Ach Gott, ist das cool mit der Pyramide da im Hintergrund, ne? Die Ruinen von Gulen säubern. Machen wir alles. Jetzt müssen wir mal... Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich erstmal abschätzen, wie schwer diese Gule hier kaputt zu machen sind. Ich stürze da schon wieder rein. Wir haben ja hier noch gar keinen Mob kaputt gemacht in dem Ägyptengebiet jetzt. Und, aber sieht doch ganz gut aus, ne? Ja, alles klar. Das waren zwei, da sind nochmal zwei. Schönen guten Tag. Guck mal, die machen da auch Ausgrabungen, ne? Obwohl das bestimmt nicht so gut ist mit so einen komischen Macheten da, die da haben. Da, guck mal, das sieht irgendwie schon ein bisschen merkwürdig aus, ne? Damit irgendwelche Ausgrabungen zu machen, ich weiß ja nicht. So.
Alles klar. Gott, die Figuren hier, die sind so toll und ich mag das einfach echt sehr. So. Okay. Zack, zack, zack. Ja, hätten wir das, ne? Okay. Da ist noch einer. Hier, komm her, du Plünderer. Na, zwei gehen ja eigentlich. Dann können wir uns den anderen da oben auch noch pullen. So. Siehst du, jetzt ist der nächste schon wieder tot. Nehmen wir uns hier doch den. Ah, die stehen da zu zweit. Ne? Dann habe ich die nachher da zu dritt. Das brauche ich dann auch nicht. So, komm her hier. Ja, ja, ja. Kommt alle her. Komm. Put, 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 put. Ich werde euch alle töten. So, jetzt sollen wir hier die Gefangenen noch befreien. Ja, natürlich. Das versteht sich ja wohl von selbst, ne? Dass wir die hier nicht in Händen von Ghulen lassen. Und überhaupt, was haben die sich hier zusammengerottet und irgendwelche Leute gefangen genommen? Ah, da ist einer. Guck mal. Ach, die sind so... Die sind echt schon hässlich, ne? Also kann man nicht anders sagen. So. Na, was habe ich denn gepult? Da, hier, weißt du. Ich würde sagen, jetzt kommt der andere am bestenfalls auch noch angerannt hier. Da wäre auch sonst nichts zu schaffen. Naja, gut, aber das geht. Alles klar. Ja, los, dann mache ich hier bei dir gleich weiter. Du alles Mistvieh. Ich muss den Maya-Gefangenen doch schließlich befreien. Deswegen bin ich hier. Hier, flüchte, flüchte. Du bist frei. So, da, der nächste bitte. Hier, du bist auch frei übrigens. Und du bist auch gleich frei hier. Jetzt darf ich den hier erstmal befreien, bitte. Also bitte, wie unhöflich kommst du und haust mir in den Rücken. Oh, da oben ist ein Djinn lang geflogen. Ich habe es genau gesehen. Okay. So, jetzt aber. Hier, komm her, du Gefangener. Du bist auch frei. Ich befreie dich. So. Ah, na, hier sind wir schon zu weit. Okay. Zack. Es ruckelt wieder etwas heute, ne? Ah, da sind zwei Gefangene, zwei Ghule. Alles klar. Oh, und ein Djinn. Oh, nein. Ja, das war natürlich wahrscheinlich nicht ganz so episch hier, was ich hier wieder fabriziere. Aber egal. Ja, ja, du brennender Sklaventreiber. Tut mir leid. Du musst da jetzt mal... Genau, so, sehr schön. Ja, nee, geh mir mal hier nicht auf den Sender. Du musst mal sterben, ich muss hier... Ugh. Die finde ich übrigens auch, also die mag ich auch sehr. Ne? Davon haben wir auch schon in einem anderen Ägyptengebiet gesehen und wir werden hier auch noch auf einen treffen, den wir uns dann ein bisschen genauer angucken können. Ihr seid übrigens frei. Also es ist echt traurig, dass ich euch allen einzeln das nochmal persönlich sagen muss hier. So. Meine Mutter hätte ja immer gesagt, brauchst du wohl eine extra Einladung? Ja, die brauchen das anscheinend. So, hier, komm her. Zack. Ja, hier haben wir jetzt gleich einen ganzen Schwung, den wir befreien können. Das ist natürlich schön. Sehr, sehr cool. So. Also ich muss jetzt echt gleich mal gucken, ob ich einen Trank habe mit plus Trefferwert. So, hier. Du bist frei übrigens. Und du auch. Und du da hinten auch. Das sind ganz schön viele Mayas hier eigentlich. Ne? Es ist kein Wunder, dass die da nichts gebacken kriegen, wenn die sich alle hier knechten lassen. So. Von Ghulen, ne? Das wollen wir mal auch noch festhalten hier. So, du bist auch frei. So, dann fehlen noch drei. Ja, nun, lass dich doch mal anklicken hier. So. Einwandfrei. Okay. Nächste Runde, bitte. Da sind noch zwei. Ja, siehst du, die brauchen wir doch. Sehr, sehr gut.
die sind schon echt nicht hübsch. So, so. Ja, hier. So. Ja, genau. Ich wollte doch gucken hier. Trank mit Trefferkraftgedöns hier. Kritischer Schaden, Treffer. Oh Gott. Kritischer Trefferwert. Der Trefferwert an sich wäre. Anima-Trefferwert. Ja, hier. Einwandfrei. Genau, das habe ich doch gesucht. So, dann können wir euch hier jetzt mal noch. So. Und so. Ja, du bist auch frei übrigens. Darfst ruhig gehen. Den Gefangenen folgen. Ja, hier, komm her. Ich folge dir. Komm, ich lauf mal mit dir mit. Zap, zarab. Ich laufe dir hinterher. Wo willst du denn hin? Rede doch mal mit mir. Ja, ja, ja. Das kann ich ja immer leiden. Das kann ich ja leiden. Aber da haben sie einen Golem. Einen gebundenen Geist in der Wüste befreien. Ja, da sind Golems. Gefangen. Das ist ein gebundener Geist der Wüste. Aber diesen gebundenen Geist der Wüste werden wir im nächsten Part dann erretteten, sozusagen. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen für den ersten Part im neuen Gebiet. Ich freue mich immer, wenn man neue Gebiete betreten kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Und ja, sag jetzt mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.